Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich, ja, ein krasses Video für euch. Und zwar möchte ich gerne mit euch so eine Art Pflegeinventur, Pflegedeklatter, Pflege ausmisten, bevor die ganzen Adventskalender kommen, machen. Ja, also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Dass das alles hier nicht normal ist, darüber müssen wir, glaube ich, gar nicht sprechen, oder? Ich habe halt einige Beautyboxen, die bei mir einziehen, beziehungsweise der Inhalt davon. Ich gebe das natürlich auch weiter im Familien- und Freundeskreis und verlose hier auch unfassbar viel auf YouTube tatsächlich. Und das, was ich als für mich interessant erachte, befindet sich dann tatsächlich in den Boxen hinter mir. Jo, ich bin ein leicht zu begeisternder, ich bin leicht zu begeistern, so kann man das sagen, ja. Es wird wahrscheinlich auch die ein oder andere Verlosung stattfinden, also halte einfach Augen und Ohren im Video offen und dann wirst du im Video alles soweit erfahren. Infos dazu stehen auch unten in der Infobox drin, dass das Ganze nochmal schriftlich da ist und ja. Ich habe natürlich jetzt nicht in meine Inventur die Sachen mit reingenommen, die offen sind, sprich die jetzt irgendwie in meiner Handtasche drin sind, mal eine geöffnete Handcreme oder ein Labello oder so, der da rumfliegt oder das, was bei mir im Badezimmer steht, ne? Weil es ist bei mir meistens so, auch was so Körperpflege oder sowas angeht, da habe ich ein Produkt offen und das wird dann von Anfang bis Ende verwendet und bevor ihr dieses Video seht, ist es wahrscheinlich schon leer gegangen. Das geht bei mir immer ratzfatz. Ihr kennt das in meinen Aufgebraucht-Videos. Morgen kommt eins, es wird ziemlich lang. Ja, ich würde mal sagen, Augen zu und durch. Oh wow. Okay, ich kann da nicht wirklich mehr sitzen, ne? Man sieht es wirklich. Ich habe meine komplette Pflege mal aus dem Regal hier rausgeräumt, aus meinem Hintergrund, sage ich mal, und sie jetzt wirklich geöffnet hier hingestellt, einfach um mal so mir einen Überblick in erster Linie zu schaffen. Und wie ihr seht, die Boxen sind zwar noch so, dass man sie zukriegen würde, aber es ist einfach zu viel. Ich habe mir persönlich gedacht, dass es Sinn ergeben würde, wenn ich maximal 6 Full-Size-Produkte pro Box drin haben würde, also auch pro Kategorie. Das heißt, wenn ich Mini-Größen habe, würde ich das entsprechend runterrechnen. Ich habe zum Beispiel bei Gesichtscremes eine normale Größe von 50 ml. Wenn ich dann 5 Mini-Größen habe, ersetzt das quasi eine Full-Size-Größe und so weiter und so fort. Sammy liegt jetzt noch ganz produktiv hier so rum, wie man sieht. Ich möchte nämlich tatsächlich gerne bei... Oh, jetzt hat er es gerafft. Ein schlauer Hund. Bei diesem Teil des Raumes filmen. Also da werde ich gleich auch die Produkte hinstellen. Und dann werde ich jetzt das Licht noch vorbereiten. Dann werde ich das Stativ noch hinstellen. Und dann werden wir filmen. Und ja, ein kleiner Spoiler. Hier haben wir den Dalton Adventskalender stehen. Der wird dann auch, nachdem ich dieses Video gedreht habe, abgedreht. Und Sammy hat seinen Platz gewechselt und liegt jetzt da produktiv rum. Ja, du hast ein entspanntes Leben, Mausi, ne? Oh, ich habe ihn so lieb. Fangen wir mal einfach mit dem an, was mir wahrscheinlich am schwersten fallen wird. Und das sind tatsächlich jetzt hier meine Body Lotions. Es ist bei mir so, dass ich wirklich jeden Abend Bodylotion verwende und deswegen brauche ich halt auch entsprechend viel. Man sieht es auch in meinen Aufgebrauch-Videos, dass ich tatsächlich pro Monat so 2-3 Bodylotions aufbrauche. Das heißt, ja, hier habe ich den schnellsten Durchlauf, glaube ich, bei meinen kompletten Pflegeprodukten. Es hält sich noch in Grenzen, muss ich sagen, ne? Also ich hätte eigentlich jetzt auch vermutet, dass ich mehr hätte, aber ich habe mich im Zaum gehalten und ja, immer nur zugesehen, dass ich das nehme, was in meine Box passt. Was auf jeden Fall bleiben wird, ist hier Ritual of Ying. Das ist so, so geil. Ich habe es so geliebt, dass Look Fantastic diese Box rausgebracht hat. Eben mit dieser Box, mit dieser Marke und auch mit dieser Geruchsrichtung. Die ist halt auch noch komplett zu. Aber die wird sehr, sehr bald geöffnet werden, weil das ist halt so eine typische Geschichte, die ich gerne auch im Winter aufbrauche. Dann wird auch auf jeden Fall bleiben die Balea Copacabana Body Cream, weil die ja so gehypt wurde. Ne? Viele haben darüber erzählt, dass die ja so toll sein soll. Für mich riecht sie angenehm. Ich mag ja nicht so gerne Kokosduft, aber den Kokosduft mag ich eigentlich ganz gerne. Hier ist ein bisschen was daneben gelaufen, läuft bei ihm. Ja, aber darauf freue ich mich tatsächlich auch schon, die zu verwenden. Ja, die Humankind, das Body Soufflé, das soll auch sehr, sehr toll sein. Das habe ich auch in der Goodiebox drin gehabt. Auch das wird bleiben. Ja, somit habe ich schon die Hälfte von den Produkten, die bleiben dürfen, mir rausgesucht. Auch bleiben wird von Dalton dieses Produkt. Das ist die Body Care Hydro Boost Moisturizing Emulsion.
Ja, das ist eine hoffentlich wundervolle Geschichte von Dalton. Die Body Butter hat mir sehr, sehr gut gefallen. Werdet ihr auch morgen bei mir im Aufgebraucht-Video sehen. Und ja, darauf habe ich auch tatsächlich noch Bock. Jetzt darf ich nur noch zwei mehr aussuchen, beziehungsweise insgesamt 400 Milliliter. Auf jeden Fall nehme ich diese hier von Manakada, die Renewing Body Butter. Die habe ich auch schon mal verwendet und fand sie sehr, sehr gut. 180 Gramm sind hier enthalten. Theoretisch dürfte ich nochmal 20 Milliliter on top nehmen. Hat das vielleicht 20? Es hat 60. Na, wir müssen mal gucken. Das möchte ich aber auf jeden Fall behalten. Ebenso möchte ich gerne in The Body Shop British Rose behalten. Das habe ich auch schon mal verwendet, aber ich liebe diesen Duft. Tatsächlich möchte ich auch gerne von My Little Beauty die Winterpflege ausprobieren. Das heißt, das wird auch bleiben. Die hat 100 Milliliter. Und auch wenn ich nur noch 70 Milliliter theoretisch zur Verfügung hätte, ich nehme jetzt das von Monusbar auch noch mit rein. Das ist mit Rose and Lemon Enriched Body Cream. Es riecht leicht nach Limone, aber vor allem nach Rose. Deswegen darf auch das bleiben. Dann sind das jetzt die Produkte, die im Bereich Körper eincremen bleiben dürfen. Und ich bin ein bisschen stolz auf mich, denn ich habe schon ordentlich hier in diesem Bereich aussortiert. Ha, das Schwerste immer direkt am Anfang, Leute. Make-up-Entferner sieht aber ehrlich gesagt auch nicht so viel besser aus bei mir. Ein Produkt muss ich übrigens diesen Produkten noch hinzufügen und das ist hier von Skin Natur der Cleansing Balm. Den habe ich jetzt gerade erst in einem PR-Paket bekommen und halt, wie ihr seht, noch nicht ausgepackt. Der ist mit Shea Butter, Vitamin E und Aloe Vera und der wird auf jeden Fall bleiben. Ne? Also das ist auch jetzt ein Produkt, was ich gerne auch in der nächsten Zeit testen werde. Ich sag mal, im Schnitt haben so Make-up-Remover und Cleansing-Produkte tatsächlich einen Inhalt von 150 Millilitern. Das heißt, ich darf 6x 150 Milliliter behalten. Das von Neutrogena, das Curcuma Clear soll richtig, richtig gut sein. Das heißt, das wird auf jeden Fall bleiben. Ebenso natürlich die Cleansing Cream von Skin Natur. Von Mikura die Cleansing Jelly Soap möchte ich ebenfalls sehr, sehr gerne behalten. Auch von The Body Shop, Skin Clearing Facial Wash, das möchte ich auch sehr, sehr gerne behalten. Das hatte ich letztens erst als Goodie zu einer Bestellung mit dazu bekommen, als ich den Adventskalender tatsächlich bestellt habe. Aber wie ihr seht, hier habe ich noch nicht die Adventskalenderprodukte von den Adventskalendern, die ich ausgepackt habe, drin. Dieses Produkt war letztes Jahr im Adventskalender von The Body Shop, Himalayan Charcoal, also mit Aktivkohle von dem Himalaya, möchte ich ebenfalls gerne behalten. Super gerne möchte ich auch gerne von Cadalis das Musa Clean Jelly behalten. Das ist mit Pink Banana und deswegen finde ich das einfach so unfassbar interessant. Hier sind natürlich auch Produkte zum Double Cleansing dabei. Ne? Also zum einen das, was ich zum Abschminken verwende und zum anderen auch das, was ich nachher für die Gesichtsreinigung unter der Dusche verwende. Auch gerne möchte ich von No Makeup das 3-in-1 Cleansing Oil Gel verwenden und behalten. Dieses Produkt von Skinecco ist leider für normale bis leicht fettige Haut und die habe ich echt nicht. Das heißt, das hier wird auf jeden Fall weiter wandern. Da muss ich jetzt halt wirklich drauf achten, ne? Oh, und das hier will ich so gerne behalten. Rose and Berries Balmy Cleanser mit Rose and Bales. Keine Ahnung, Pink Petals, Feel Free. Das finde ich einfach so ansprechend und deswegen wird auch der behalten. Ich darf mir noch was für 70 Milliliter aussuchen, was bleiben darf. Das finde ich auch interessant von Rodial, ne? Das behalte ich auch. Bee Venom. Das ist mit Bienengift tatsächlich ein Cleansing Balm. Das muss ich ausprobieren. Und dann behalte ich noch hier von Caudalie das Foaming Cleansing Gedönsen, weil Caudalie ist eine Pflege, die meine Haut sehr gut verträgt und deswegen darf das bleiben. Ja, und hier haben wir jetzt die Produkte tatsächlich auf den Korb, 900 Milliliter, die im Bereich Make-up-Entfernung und Hautreinigung bleiben dürfen. Sieht doch schon mal ein bisschen übersichtlicher aus, um das mal so zu sagen, wa? Handcremes, Leute. Ui, ui, ui. Regulär hat eine Handcreme, sagen wir mal 50 Milliliter. Wenn wir dann so große Klopper haben, wie bei Rituals zum Beispiel mit 70 Millilitern, sind es meiner Meinung nach einfach Ausreißer, weil die meisten, die sich hier befinden, haben halt von der Full-Size-Größe her 50 Milliliter. Das heißt, ich darf 300 Milliliter behalten. Selbstverständlich behalte ich diese zwei Schätze von Rituals. Einmal The Ritual of Ayurveda. Die habe ich just gerade in der Yoga Junkies Box drin gehabt. Und The Ritual of Ying. Die hatte ich gerade erst in der Look Fantastic Sonderedition mit Rituals drin. Ich möchte aber auch super gerne die hier von Clinique austesten. Deep Comfort Hand and Cuticle Cream. Problem, die habe ich echt schon fast ein ganzes Jahr und ich habe sie nicht verwendet. Muss ich aber verwenden.
Ebenso von The Body Shop Warm Vanilla. Jetzt wird es ja ein bisschen kälter, jetzt kann man sowas auch wieder gut verwenden. Auch die wird bleiben. Die Eucerin Urea Repair Plus 5% Urea Handcreme ist einfach eine Geschichte für sehr, sehr beanspruchte, trockene und kaputte Hände. Deswegen muss die auf jeden Fall auch bleiben. Und auch diese Handlotion aus dem Alessandro Adventskalender vom letzten Jahr möchte ich gerne behalten, einfach weil sie süß aussieht. Lovely Wintertime Nice Day Hand Lotion, das möchte ich einfach verwenden. Und auch von Douglas Home Spa Hibiscus and Macadamia Oil, diese Handcreme möchte ich auch gerne behalten. Ja, und somit bin ich auch schon über dem, was ich normalerweise hätte nehmen dürfen, denn ich habe jetzt 310 ml Produkte mir ausgesucht. Ja, 310 ml, wobei ich tatsächlich immer wieder Nachschub an Handcremes bekomme und mir keine Sorgen machen muss, dass ich jemals keine Handcremes mehr habe. Dennoch, irgendwie ist es mir immer leidig abgegangen, wenn ich jetzt eine von den anderen Handcremes aussortieren musste, wollte, wie auch immer. Aber das sind jetzt tatsächlich die 6, 7 Schätzchen, die bleiben dürfen. Ich glaube, von den Deos, die wir jetzt hier sehen werden, habe ich, vielleicht 2 gekauft. Ja, das müssten die festen Deos hier sein. Ansonsten waren alle anderen in Beautyboxen, Trashpaketen oder. Ja, und 6 Deos dürfen quasi bleiben. Auf jeden Fall Green Door, diese Deo-Creme, die möchte ich auf jeden Fall austesten, die wird bleiben. Von Balea die Deo-Creme wird ebenfalls bleiben mit Himbeer- und Magnolienduft, da habe ich Bock drauf. Dann darf das 8x4 Deo bleiben. My Personalized Protection Nummer 4 von Rexona All Day Protective to Move More Fruit Spin. Das habe ich letztes Jahr auch total gefeiert. Von Dove Wintercare darf ebenfalls bleiben. Jetzt habe ich ein Problem. Und die 2 werde ich behalten von Sebamed, das frische Deo, das ist ein Roller. Und für die Handtasche von 8x4 das kleine nochmal. Das kann man immer gut gebrauchen. Ich finde, dass man das Sebamed und das kleine 8x4 auch als 1 werten kann. Und deswegen dürfen dann diese Deos, wenn sie jetzt nicht wegrollen würden, bleiben. Genau. Toner. Auch hier habe ich tatsächlich noch ein Produkt zu ergänzen. Da habe ich jetzt gerade erst ein PR-Paket von der Firma Libo bekommen. Da haben die mir ihr Gesichtswasser zugesendet. Eins werde ich behalten und eins darf ich verlosen. Das heißt, das wird definitiv auch noch mit in die Zählung aufgenommen. Ein Toner in Full Size hat im Durchschnitt, sagen wir mal, 200 ml. Teilweise sind es auf dem Kopf 200 ml, teilweise sind es 300, teilweise 150. Ich sage jetzt mal, im Schnitt sind es 200 ml. Das heißt, ich darf 1,2 Liter behalten. Natürlich das von Libo. Natürlich mein geliebtes Rosenwasser von Rosens. Natürlich auch von Good Molecules Niacinamide Brightening Toner, weil hier ist es wirklich so, dass Niacinamide für trockene Haut, wie ich sie habe, einfach so, so gut sind. Und ich habe auch aktuell das Niacinamide Serum von Good Molecules in Anwendung und ich merke, wie meine Haut es einfach liebt. Das heißt, der Toner wird auch auf jeden Fall behalten. Von Glim You, das Glim Fresh, ebenfalls, weil, es ist ein Spray, Leute. Und ich liebe es, wenn Firmen so schlau sind und direkt ein Toner-Spray rausbringen. Ähnlich geht es mir da mit dem hier von Laponie, das Toner-Spray. Ich will es einfach verwenden. 380 ml darf ich noch verbraten, in Anführungsstrichen. Dann nehme ich doch einmal von Naobay den Gentle Facial Toner. Da habe ich auch richtig Bock drauf, weil Naobay ist einfach eine mich so sehr ansprechende Marke. Allein durch diesen Holzdeckel, es sieht alles so schön aus. Ich habe echt Glück, ne? Denn ich darf noch 255 ml verbraten. Dann nehme ich auf jeden Fall noch das Pure Skin Food Summer Flowers. Oh ja, Baby. Intense Hydration, voll mein Ding. Ich glaube, ich darf alle behalten. Hi. Von Erno Laszlo, das möchte ich auch gerne ausprobieren, Hydrate and Nourish, das ist dieses kleine Produkt hier mit 15 ml. Auch von Claire's, dieses Supple Preparation Facial Toner mit 30 ml möchte ich gerne behalten. Das hier habe ich tatsächlich letztens aufgebraucht, also letztens ist gut, gestern. Und hat mir sehr gut gefallen, deswegen möchte ich das auch gerne wieder behalten. Dieses Rosenwasser wollte ich auch mal ausprobieren mit 20 ml von A. Enwa, keine Ahnung, das habe ich auch mal von einer Zuschauerin, ich glaube von Marion habe ich das geschickt bekommen, oder? Und ich darf sogar das Gesichtswasser, das pflegende Gesichtswasser von Isana behalten, denn auch das passt noch in meine Rechnung mit rein. Yay! Ja, ich hätte theoretisch noch 40 ml über, aber ich darf all meine Gesichtswasser inklusive des neuen Gesichtswassers jetzt behalten. Ich freue mich, Leute. Ihr macht euch keine Vorstellung, wie beruhigt ich da tatsächlich jetzt bin, weil Toner geht tatsächlich ungefähr einer im Monat leer bei mir und
Ja, vielleicht habe ich auch ein bisschen zu grob gerechnet mit meinen 200 Millilitern im Durchschnitt. Dennoch, ich darf sie alle behalten. Und eins von diesen beiden Libo-Gesichtswassern geht jetzt auch tatsächlich in die Verlosung in diesem Video. Der einzige Inhaltsstoff ist übrigens Neutrosteralyt. Mega interessant, oder? Ein einziger Inhaltsstoff. Liebe Libo-Ianerin Claudia, vielen Dank, dass du dich für Libo-Gesichtswasser entschieden hast. Um die Wirkungsweise zu optimieren, wende es regelmäßig und zweimal täglich an. Haut rein mit Libo. Hau rein mit Libo, wie witzig. Aus deinem Libo-Team, deine Elli. Vielen, vielen Dank, liebe Elli. Richtig, richtig cool. Hau rein. genau, ja. Ich verwende das Gesichtswasser dann tatsächlich jeden Morgen und jeden Abend. Meine ganzen Duschprodukte für den Körper. Im Schnitt beinhaltet ein Duschprodukt etwa 250 Milliliter. Somit darf ich 1,5 Liter behalten. Auf jeden Fall behalte ich von Rituals The Ritual of Ying Sleep Peaceful Sleep Shower Oil. Also da habe ich so sehr Bock drauf. Das war halt auch in der Look Fantastic Sonderedition. Und ja, ich liebe diesen Duft, ne? Das ist echt cool. Auch von Palmolive verwöhnende Tonerde Creme Dusche. Das möchte ich so sehr gerne verwenden, weil das ist halt einfach mit Rose, ne? Liegt aber hier schon so lange in meinem Bottich. Ich muss die echt mal verwenden. Balea Schönheitsgeheimnisse, verwöhnende Duschcreme Oriental Rose. Auch die möchte ich auf jeden Fall behalten. Leute, ihr kennt das Muster, ne? Rose und ich, wir sind echt so. Ich weiß nicht, es ist immer so traurig, aber man behält sich sowas immer für gut auf, sage ich mal, ne? Ich muss die auf jeden Fall sehr, sehr bald verwenden. Von Roger & Gallet, das ist, ja, einfach mit Rosenduft. Rose Mignonnerie heißt das, ja, genau. Auch das habe ich mir für gut aufgehoben. Das muss ich aber echt verwenden. The Body Shop, The British Rose. Oh, ich liebe diesen Duft, ne? Ich muss es verwenden. Den habe ich mir extra geholt, weil ich den so fancy finde. Das ist halt so ein Ding, was hinten so einen Duschpuffel dran hat und dann hier drauf das Produkt. Also es ist so aufregend. Auch den von Balea. Dusch- und Massageseife. Das möchte ich auf jeden Fall verwenden. Mit Kirschblüten und Magnolienduft. Sowas ist doch schnell aufgebraucht, sollte man denken, ne? Das war letztes Jahr im Sephora Adventskalender drin. Auch das werde ich sehr zeitnah hoffentlich mal aufbrauchen. Ich mache mich mal echt an die kleinen Größen dran oder an das, was ich vor allem schon länger bei mir im Schrank stehen habe. Happy Natural Soothing Shower Oil mit Monoiröl und Shea Butter. Da habe ich auch so Bock drauf, ne? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, das war einfach viel zu tief in der Box drin, aber es muss demnächst mal verwendet werden. Guck mal, hier 97% natürliche Inhaltsstoffe. Ey, das schreit doch einfach danach, getestet zu werden. Mensch, Claudia, was ist da los mit dir? Wildrose von Weleda, auch das muss ich mal aufbrauchen. Das Problem ist, ich habe diese kleinen Größen mir so ein bisschen immer zur Seite gepackt, weil ich dachte, naja, wenn ich mal auf Geschäftsreise fahre oder wenn ich allgemein in Urlaub fahre, das war aufgrund von Corinna jetzt dieses Jahr nicht unbedingt gegeben, aber ich muss die kleinen Größen aufbrauchen. Auch Juicy Mango von Original Source. Safe, das bleibt. Den Duschschaum von Spitzner oder die Duschschaumcreme fand ich so, so angenehm duftend. Die ist sanft entspannend und auch die wird bleiben. Auch wenn ich nur noch 40,5 Milliliter zur Verfügung hätte, nehme ich jetzt noch den Einhornzauber von Spitzner mit rein, weil da ist einfach ein Einhorn drauf, Leute. So, das sieht doch schon mal besser aus, oder? Auch bei den Gesichtsserien muss ich ein Produkt nachreichen. Da habe ich von Skin Natur das Retinol-Serum zugeschickt bekommen. Auch das ist wieder mit Niacinamiden und Aloe, also voll mein Ding. Und Retinol, also das sind halt genau die Inhaltsstoffe, die meine Haut braucht, die ich brauche. Übrigens ist das eine Naturkosmetikmarke ohne Silikone. Es ist vegan und es ist nicht an Tieren getestet. Also kann man sich auf jeden Fall mal sehr gut anschauen. Das ist vor allem auch einfach bezahlbare Pflege. Bei den Gesichtsserien ist es so, dass ein Gesichtsserum etwa 30 Milliliter immer enthält und dementsprechend darf ich dann 6x 30 Milliliter behalten. Der Rest muss mich verlassen. Und ich habe unfassbar viele Gesichtsserien, Leute. Ich verwende ungefähr ein Gesichtsserum pro Monat. Zu meinen Gesichtsserien zähle ich übrigens auch Gesichtsöle und alles, was so dazugehört. Ne? Das ist alles für mich Serum. Wir haben ja festgelegt, dass wir 6x die Normalgröße behalten dürfen. Das heißt, ich darf 6x 30 Milliliter, sprich 180 Milliliter behalten. Als erstes nehme ich mir dieses hier raus. Das ist die Rose Face Milk und die ist nährend von I Love It, I Like It. Das ist ja tierversuchsfrei und vegan und deswegen hört sich das spektakulär an. Wegen allem, was hier so draufsteht im Prinzip.
auch von Laneige dieser Waterbank Gel Cream Gedönsen darf bleiben. Habe ich übrigens von der lieben Sandra letztes Jahr im Adventskalender gehabt. Ich weiß nur nicht, welche Menge. 10 Milliliter sind da drin. Okay, sehr gut. Ja, ne? Selbstverständlich von Skin Natur das Retinol Serum. Von Good Molecules habe ich zugeschickt bekommen das Pure Cold Pressed Rosehip Seed Oil. Leute, es ist einfach mit Hagebutte, ne? 13 Milliliter sind hier enthalten und das hört sich auf jeden Fall sehr, 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 sehr passend für mich an. Von Clinique Moisture Surge das Hydrating Supercharged Concentrate möchte ich ebenfalls ausprobieren und behalten. Ich glaube, ich habe das schon mal in der kleinen Größe ausprobiert, aber ich kann mich nicht dran erinnern. Von My Little Beauty, die Pretty Drops, wollte ich ebenfalls einmal ausprobieren. Das soll auch so super teuer sein von Pessl Morta Pure Hyaluronic Serum und 6 Milliliter sind hier enthalten. Das heißt, das werde ich auch super schnell mal ausprobiert haben, aber das möchte ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Von eCooking ohne Parfümstoffe das Moisturizing Serum, hört sich ebenfalls so an, als wäre das einfach voll mein Ding. Komm, das hört sich doch charmant an. Von You and Oil, Regeneration Beauty Shot 100% Full Spectrum Hemp Extract. Also das möchte ich auch ausprobieren. Ne? Das hört sich einfach sehr sympathisch an. Das scheint aber eher ein Gesichtsöl zu sein. Von M. Asam das Hydrolift Instant Effect Beauty Treatment möchte ich ebenfalls ausprobieren. Von Balance Me das Hyaluronic Plumping Mist mit 99,9% natürlichen Inhaltsstoffen möchte ich ebenfalls ausprobieren. Vor dem hier von Jungglück, das Vitamin C Serum, habe ich sehr, sehr großen Respekt. Übrigens wird dieses Produkt auch mit in die Verlosung in diesem Video wandern. Hierauf habe ich auch irgendwie Bock. Vichy Mineral 89 Fortifying and Plumping Daily Booster mit 89% Mineralizing Water und Hyaluronsäure. Das wird ausgetestet. Jetzt habe ich noch 11 Milliliter zur Verfügung und ich glaube, ich nehme wirklich dieses hier von Bybee oder so, den Strawberry Booster. Ja, da habe ich einfach Bock drauf, weil ich liebe Erdbeere. Da bin ich dann zwar 4 Milliliter über dem, was ich eigentlich darf, aber ich nehme es jetzt mit rein. Und somit haben wir auch im Bereich Gesicht wieder ordentlich aufgeräumt und ja, sieht dann halt einfach schöner aus, ne? Wenn ich dann halt hier auch meine entsprechenden Kästchen habe und das nicht einfach rumliegt wie Kraut und Rüben, ne? Nice. Im Bereich der Lippenpflege darf ich 6 Produkte behalten. Okay, das hier ist jetzt tatsächlich einfach nur hier mit drin. Das ist ein Lippenscrub, was ich hier als Backup habe von Innovet. Das wird auf jeden Fall bleiben und gehört nicht zur Zählung. Das ist einfach nur bei Lippenpflege mit drin. Aber das hier sind ja eigentlich meine Lippenpflegestifte. Das gehört eigentlich eher zum Gesichtspeeling dazu. Ich glaube, ich packe es jetzt auch mal zu Gesichtspeeling. Wir werden es gleich nochmal sehen. Das hier habe ich, glaube ich, sogar schon mal benutzt oder angebrochen. Das heißt, von Sephora, der Lippenbalsam mit Wassermelone, wird bleiben. Auch wenn der aus dem letzten Adventskalender gekommen ist und ich glaube, nicht mehr unbedingt so lange haltbar sein sollte. Keine Ahnung, steht nichts drauf. Wird er behalten. Ähnlich geht es mir hier mit dem L'Oreal Lip Oil. Auch das habe ich letztes Jahr im Adventskalender gehabt. Und das würde ich jetzt auch einfach mal behalten und weiterverwenden. Comme de Lip Oil Lip Love wird ebenfalls bleiben. Das hatte ich jetzt letztens erst in der Box mit drin. Und ja, das schaut so aus. Das ist doch eine ganz coole Nummer. Genau, dann habe ich hier noch ein weiteres Lippenöl, was bleiben darf. 3 Produkte dürfen hiervon jetzt tatsächlich noch bleiben. Von Pixi by Petra habe ich tatsächlich denselben Lippenbalsam, nur in 2 verschiedenen Farben. Das ist einmal so ein eher nudiger Alltagston und das hier ist ein eher rötlicher Ton. Und der nudige Ton wird auf jeden Fall bleiben. Ich habe hier auch verschiedene Lippenpflegestifte mit verschiedenen Lichtschutzfaktoren und ich denke, der von Freiöl wird bleiben. Den werde ich mir dann für nächstes Jahr im Sommer aufheben, denke ich mal. Genau, weil ich habe auch genau den mit Lichtschutzfaktor 50 gerade bei mir im Badezimmer stehen und da muss ich wirklich sagen, hat er mich auch sehr gut durch den Sommer begleitet. Das heißt, auch der wird bleiben. Die Everon Lippenpflege von Weleda soll so großartig sein und deswegen wird sie bleiben. Die war letztes Jahr im Weleda Adventskalender, ich habe sie aber noch gar nicht ausgepackt und das ist das 6. Lippenpflegeprodukt, was bleiben darf. Die anderen werden weiter wandern und es wird tatsächlich so sein, dass dieses Produkt von Kneipp in die Verlosung mit reinwandern wird. Da habe ich aber jetzt ordentlich reduziert, oder? Wow! Alle meine Augencremes. Ei, ei, ei. Im Durchschnitt hat eine Augencreme ungefähr 15 Milliliter und deswegen darf ich 6 mal 15 Milliliter an Augencreme-Produkten behalten.
Es graut mir davor, denn ich will eigentlich gar nichts davon aussortieren. Ich muss aber, ne, weil im Prinzip brauche ich auch tatsächlich nur eine Augencreme pro Monat auf. Und das ist jetzt mein Jahresvorrat im Prinzip. Ei, ei, ei. Auf jeden Fall werde ich behalten von Madara Time Miracle Wrinkle Resist Eye Cream. Ich habe die schon mal ausgetestet bzw. einmal aufgetragen, als ich das Unboxing gemacht habe. Und da hatte sie mir sehr, sehr gut gefallen, weil die echt schön feuchtigkeitsspendend war. Da kommen wir jetzt nicht drum rum. All About Eyes Rich von Clinique habe ich mir echt vor ein paar Monaten bestellt und ich habe sie noch nicht verwendet. Die wird behalten. Ebenso meine drei Backups von der normalen All About Eyes A5ml. Die LMS Pro Collagen Advanced Eye Treatment Geschichte wird ebenfalls behalten. Von M. Asam Dormazell die Augencreme, die soll auch richtig gut sein. Die möchte ich auch behalten. Und von denen, die wir jetzt hier sehen, darf ich nur noch eine einzige behalten. Ich werde die hier behalten von CD. Das ist mit Aloe-Effekt die glättende Augencreme mit Q10 für anspruchsvolle Haut, denn die ist parfümfrei, die ist mit Aloe Vera. Irgendwie sagt mir das am meisten zu. Und somit hätten wir dann auch im Bereich Augencremes ein bisschen aufgeräumt. Ein weiteres Sorgenkind für mich ist Shampoo. Und ich glaube, hier können wir gerade echt sehen, weswegen Shampoo ein Sorgenkind ist, ne? Aber na, Shampoos sind ja auch immer relativ groß, gehen bei mir auch relativ gut leer und dementsprechend ist das nun mal so. Normalerweise hat ein Shampoo so 250 Milliliter, wenn ich mir das mal so angucke. Das ist so die übliche Größe. Das heißt, 6x 250 Milliliter darf ich behalten. Fangen wir mit diesen zwei festen Shampoos an. Einmal von Foamy und einmal von Valcoeur. Die möchte ich beide auf jeden Fall verwenden und ausprobieren. Genau, weil feste Shampoos sind auf jeden Fall eine gute Alternative zu normalen Shampoos. Des Weiteren möchte ich gerne dieses hier verwenden bzw. behalten, weil ich den Duft einfach so, so genial finde. Kabushi, Magnolie und Öl, also wahnsinnig geil. Und das ist mit Nutri-Seidenprotein-Komplex. Schreit meinen Namen. Es ruft nicht meinen Namen, es schreit meinen Namen. Von diesem Shampoo habe ich aktuell den Conditioner in Anwendung und ich finde es so gut, deswegen muss auf jeden Fall auch das Shampoo bleiben. Eigentlich ist es tatsächlich ein Produkt, was für Pferde damals verwendet worden ist und auch meinem Pferdeschwanz gefällt es sehr gut. Als ich dieses Produkt mal in einer Box drin hatte, hattet ihr mir geschrieben, dass ich das auf jeden Fall mal ausprobieren sollte. Das ist von Hands on Veggies das Extra Volume Shampoo mit Chili und Litzea oder Litchi. Und auch das wird dann natürlich bleiben und demnächst, wenn ich mich mal überwinden kann, auf jeden Fall verwendet. Auch dieses Produkt schreit meinen Namen, ne? Garnier wahre Schätze, seidiges Pflegeshampoo, Langhaarschatz, also ja, mit Vanillemilch und Papaya, langes Haar, brüchige Spitzen, es ist einfach, das sind meine Haare. Es ist einfach leider so. Auch dieses Shampoo von John Frieda möchte ich auf jeden Fall verwenden. Das ist das Frizz Ease Weightless Wonder Shampoo und ja, das habe ich tatsächlich in Kombi auch zusammen noch mit der Spülung, die kommt gleich, das wird behalten. Auch das möchte ich gerne ausprobieren. Grow Gorgeous R&R Rescue and Repair Shampoo for Damaged Hair. Ich habe definitiv geschädigtes Haar. Das war letztes Jahr auch mal in einem Adventskalender drin. Das möchte ich auch ausprobieren. Herbal Essences. Ich liebe Herbal Essences. Marokkanisches Arganöl Repair Real Botanicals 90% natürlichen Ursprungs. Schreit auch meinen Namen. Will ich behalten. Oh je, ich darf nur noch 250 Milliliter behalten. Das heißt im Prinzip ein großes und ein kleines oder mehrere kleine. Und das fällt mir gerade so schwer. Also ich möchte auf jeden Fall das hier ausprobieren von Paul Mitchell, weil Paul Mitchell ist so eine mega krasse Friseurmarke. Das ist sanfte Reinigung. 50 Milliliter sind hier enthalten. Das werde ich auf jeden Fall behalten. Und dann behalte ich auch noch das hier von Schwarzkopf, Nature Moments Moroccan Argan Oil and Macadamia Oil. Das ist für Reparierung und Nährung von den Haaren und deswegen darf das auf jeden Fall bleiben. Das ist von 100% natürlichen Inhaltsstoffen. Da, 100%. Krass, oder? Yay, es passt alles wieder problemlos in ein Bild. Das hier sind Haarprodukte, also quasi Haarpflege als Add-on. Man sollte nicht denken, da wären Haarmasken drin, denn die sind auch nochmal separat. Hier würde ich sagen, dass 150 Milliliter so ungefähr das übliche von einer Füllmenge wären. Und das heißt, ich darf 6x 150 Milliliter behalten. Auf jeden Fall werde ich hier die Glisscur Winter Repair Express Repair Spülung behalten, weil ich die im Winter liebe.
auf jeden Fall auch einmal diese Expressspülung ohne Ausspülen von Gliscor. Life is too short to wait. Das ist so eine Kooperationsgeschichte mit Anna-Maria Damm gewesen für trockenes und strapaziertes Haar. Die mag ich auch ganz gerne. Dieses Produkt möchte ich ebenfalls behalten. Ich von Lavish Care heißt es, glaube ich. Rescue Me Leave-In Conditioner. Und das ist mit Aloe Vera, Provitamin B5 und Antioxidantien. Und zack, darf ich nur noch Produkte mit 150 Millilitern mir aussuchen. Wow. Das muss bleiben. Von Beaver mit Kirschblütenextrakt. Es ist eigentlich eher so ein Haarparfüm, aber ich brauch's. Philip Kingsley Daily Damage Defense Daily Leave-In Conditioner wird auch auf jeden Fall bleiben. Leute, ich behalte es doch. Auch wenn ich dann drüber bin, aber dann behalte ich halt nur das und nichts von den anderen. Ich glaube, das ist fair. Genau, denn ich will sie so gerne behalten. Ja, genau, die behalte ich auch. Zack. Dieses Produkt von Hair Doctor mit Arganöl oder dieses Haaröl, das Arganöl, wird auf jeden Fall auch in diesem Video in die Verlosung wandern. Mein Hintergrund löst sich schon in Wohlgefallen auf hier. So, und das sind dann jetzt die 6 Haarprodukte als Haarpflege nach dem Duschen, was bleiben darf. Ampullen. Ja, ich habe sie separiert von den Gesichtsseren. Das muss man halt so beachten. Vor uns liegen 7 Packungen. Ich habe tatsächlich aber noch von der Barbour-Ampullengeschichte die Hyaluronkur bei mir im Badezimmer stehen. Das heißt, von dem, was wir hier jetzt gerade sehen, müssen 2 Packungen gehen. Und das war gerade so ein krasser Reim, Leute. Wow. Dalton bleibt auf jeden Fall. Die habe ich auch schon öfters verwendet und ich finde die großartig. Hier von der No Filter Needed habe ich auch schon eine mal gebraucht, einfach um sie als Primer zu verwenden. Das heißt, die beiden bleiben auf jeden Fall. Dann von Jan natürlich, hat er mir ja geschenkt, deswegen wird es auch behalten, die Active Night Konzentrat Ampullen von Barbour. Dann bleiben auch die Hyaluron, die im Badezimmer sind. Somit sind wir bei 4. Dieses Dreier-Set wird auch auf jeden Fall bleiben, weil ne, es ist jetzt auch ohne Umverpackung und so, deswegen bleibt es. Genauso bleiben auch von M.A.S.A.M. die Resveratrol Premium-Geschichte. Das ist eine 14-tägige Ampullenkur. Das hatten wir letztes Jahr 2-mal irgendwo in Adventskalender und in noch irgendwas drin. Und ich habe keine einzige davon verwendet. Muss man das hier rausziehen oder wie geht das hier? Wie funktioniert das? Achso, aufklappen, ne? Siehste, da mache ich doch einen guten Deal mit, wenn ich die alle 14 behalte. Von Diadermin, die Lift Plus Sofort-Effekt-Kapseln werden in diese Verlosung in diesem Video wandern. Somit haben wir dann auch im Bereich Ampullen ein bisschen aufgeräumt. Nicht viel, aber ein bisschen. Gesichtspeelings. Na, so viel sind das ja gar nicht. Das ist ja recht übersichtlich. Das hier sind 2 Lippenpeelings. Das hier haben wir eben schon mal gesehen. Das Peach Sugar Peeling, das wird bleiben. Ebenso von Seraphine Botanicals, das Sugar and Lemon Lippenpeeling. Das zählt aber nicht zu den 6 Produkten, die wir nun behalten dürfen. Das habe ich schon mal verwendet von Organic Search oder Organic Search. Das finde ich ganz gut. Genau, das hat mir auch ganz gut gefallen. Ich glaube auch das von Sukin habe ich auch schon mal verwendet. Auch das mochte ich ganz gerne. Starskin habe ich auch schon mal verwendet. Also es sind jetzt manche Sachen, die sind neu, manche Sachen sind nicht so neu. Auf jeden Fall möchte ich dieses hier mal verwenden. Da hatte Dalton mir auch geschrieben, wie ich das anzuwenden habe und das möchte ich auch auf jeden Fall ausprobieren. AHA 20% pH 4,2, also es ist nicht pH hautneutral. Das ist ein Fruchtsäure-Peeling und Leute, ne, ich habe Angst, aber Dalton steht hinter mir, wie eine Bank. Auch von Barbour das Cleansing Gentle Peeling möchte ich gerne einmal ausprobieren. Genau, das ist im Prinzip für jede Haut geeignet, aber ja, ich habe ja trockene Haut, ich will es mal ausprobieren. Das dritte Produkt, was ich gerne mal ausprobieren möchte, ist dieses hier von Tian D, das Traubenpeeling ist es ja im Prinzip, ne? Genau. Ja, und da wir hier halt echt unterschiedlichste Füllmengen haben und auch teilweise so Einzelanwendungen, würde ich sagen, ich behalte einfach 6 Produkte. Das heißt, jetzt darf ich mir noch 3 weitere aussuchen. Das hier möchte ich auch ganz gerne behalten von Love Me Green, Certified Organic Revitalizing Papaya Face Peeling. Ne, das wird auch ausgetestet und verwendet. Ich glaube, das kommt bei euch jetzt mit in die Verlosung. Die Scrub Mask, ne, die mache ich euch mit rein. Das Produkt kommt in die Verlosung, ja. Die beiden werde ich ebenfalls behalten, weil ich die ja schon mal ausprobiert habe und für gut befunden habe. Ich finde, das ist eine gute Auswahl an Produkten, die bleiben dürfen. Bei der Spülung können wir es wirklich kurz machen. Da besitze ich ja nur 3 Produkte. Einmal die Balea feste Spülung Lovely Rose, die darf bleiben. Dann von Ghoul diese hier, die Seidenglanzpflegespülung darf ebenfalls bleiben.
und von John Frieda Frizz Ease Weightless Wonder. Das ist der Conditioner zu dem Shampoo, was ich euch eben schon gezeigt habe. Hier haben wir meine Tages- und Nachtcremes. das hier sind ausdrücklich welche, die halt für den Tag sind. Und das hier sind Nachtcremes, beziehungsweise welche, die für morgens und abends geeignet sind. Ich werde einfach aus beiden Boxen zusammen insgesamt 12 Produkte behalten. Also quasi 12 mal 50 Milliliter Produkte behalten. Barbour Skin Ovage oder Skin Ovage Age Preventing Balancing Cream habe ich von dem lieben Jan geschenkt bekommen. Ist für Mischhaut. Ich habe eigentlich ja trockene Haut, aber die möchte ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Elemis Pro Collagen Marine Cream möchte ich auch auf jeden Fall ausprobieren. Die war übrigens letztes Jahr im Adventskalender, wie der Klebi sagt. Ich glaube, von Look Fantastic war die mit drin. Lancôme Visionaire, auch die möchte ich gerne mal ausprobieren. Clinique Moisture Surge, auch die möchte ich gerne behalten. Ja, 72 Stunden soll die Feuchtigkeit geben, so lange hält das bei mir im Leben nicht, ne? Diese Creme von My Little Beauty Sleep Mode soll richtig, richtig gut sein. Ich glaube, Nicole hatte das erzählt, also dementsprechend, ja, werde ich die auch auf jeden Fall behalten und austesten. Und das ist eher eine Nachtcreme. Im Asam Aqua Intense Supreme Hyaluron Cream, auch die wird bleiben. Die war letztes Jahr im Asam Beauty Adventskalender drin. Auch die spricht mich total an, aber ich habe sie noch nicht genommen, weil ich mir die für gut aufbewahren wollte. Shiseido, Ibuki, Swan, Spécifique, Filtre, Lisson, ich kann es nicht aussprechen, eine Antifaltencreme. Erno Laszlo, die spricht mich auch total an. Wunderschön. Eigentlich ist es so eine Nachtmaske, jedenfalls steht das da drauf. Ich verwende aber aktuell auch eine Nachtcreme, die eigentlich eher eine Nachtmaske oder eine Overnight-Maske wäre. Die ist ein bisschen klebriger dann, aber es funktioniert trotzdem, weil morgens wäscht man sich ja eh nochmal das Gesicht, also passt das schon. Das heißt, auch die wird bleiben. Bald ist Winter, dann kann ich endlich diese Wintercreme von Charlotte Mehnsen verwenden. Die riecht unfassbar gut. Es ist eine extra Wintercreme und halt extra für die Haut gemacht, die dann so ein bisschen wintergeschädigt ist. Deswegen freue ich mich da tierisch drauf. Die beiden Schätzchen hier von Avant oder Avon sind sackenteuer, deswegen müssen die mal verwendet werden. Das sind zwei unterschiedliche, einmal Age Radiance und einmal Age Defy. Keine Ahnung, das ist eher eine Tagescreme und das ist dann eine allgemeine Creme. Nee, hier, Nui, genau, eine Nachtcreme. Ja, Mentau, die werden dann auch mal in Kombination verwendet. Estee Lauder Daywear, die möchte ich auch mal ausprobieren. Vor allem hat die einen Lichtschutzfaktor, das finde ich auch ganz charmant, ne? Das soll auch einen tatsächlich leichten Tint geben, also eine leichte Färbung ins Gesicht, aber das gucken wir mal. Madara Deep Moisture Regenerating Night Cream, die spricht mich auch sehr, sehr, sehr an und deswegen darf sie auch bleiben. Und im Asam rollt so vor sich hin. Na, wenn im Asam so rollt, dann wird sie auch verwendet. Das ist eine Tages- und Nachtcreme mit der oder aus der Vino Gold Reihe. Da bin ich auch gespannt drauf. Und die soll dann, glaube ich, mit so Traubenextrakt sein. Das ist doch eigentlich ein Gesichtsserum, Leute, ne? Was hat das denn hier zu suchen? Das kommt zu den Seren und kommt dann on top zu den Seren. Auch wenn ich dann ein bisschen drüber liegen werde. Aber trotzdem kommt es jetzt zu den Seren. Das ist von This Works, das Morning Expert Hyaluronic Serum. Ja, komm, wir sind mal nicht päpstlicher als der Papst. Das spricht mich auch total an von Preib, das Platinum Firm and Lift Creme Pöttchen hier. Ist total niedlich, ne? Aber ich glaube, dass Preib auch eine sehr, sehr hochpreisige Marke ist. Das möchte ich auch mal ausprobieren. Das hier spricht mich auch an von Jean Darcel, das Arcel Med Rich Derm Dermal Age Defy. Das ist eine aufbauende Creme und die möchte ich auch behalten. Von Humankind, die möchte ich auch gerne behalten. Das ist einfach eine Marke, die irgendwie in meinem Herzen drin ist, ne? Das ist eine Moisturizing Facial Cream, also eine feuchtigkeitsspendende Gesichtscreme. Und die ist mit White Peony Extract, mit Baobaböl und mit Algenextrakt. Und auch wenn die echt groß ist mit 75 Millilitern, ich will sie behalten. Entweder nehme ich jetzt dieses große Pöttchen oder irgendwas anderes. Das hier ist sowieso schon mal raus, weil 125 Milliliter kann ich leider nicht mehr unterbringen. Wahnsinn! Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich habe aktuell tatsächlich von The Body Shop eine echt gute Gesichtscreme in Anwendung. Die müsste mit Aloe Vera sein. Und oh Mann. Das hier spricht mich aber auch so an. die bleibt. The Body Shop. Vitamin E Moisture Cream. Ja, die darf bleiben. Die hier möchte ich auch behalten. The True Cream Moisturizing Bomb. Also weil es einfach eine Feuchtigkeitsbombe sein soll.
Behalte ich. Na gut. Von Emma Hardy, Protect and Prime mit Lichtschutzfaktor 30, die möchte ich auch ganz gerne behalten. Nicht nur wegen dem Lichtschutzfaktor 30, sondern weil die sich einfach gut anhört. A Lightweight Hydrating and Protecting Daily Moisturizer. Heißt also in dem Sinne, dass es eine sehr leichte und hydratisierende und schützende täglicher feuchtigkeitsspendenden Gedünsen sein soll. Also deswegen, das will ich behalten. Und den werde ich dann auch behalten von Biotherm Blue Therapy Amber Algae Revitalize, also quasi eine Creme von Biotherm, die durch Amber, ist ein, irgendwie ein Amberbaum, ich weiß gar nicht, was Amber genau heißt, Algen revitalisieren soll. Ja, das behalte ich und das soll reparieren, Feuchtigkeit spenden und die Haut zum Strahlen bringen. Und die müssen dann leider gehen. Oh Mann, mir fällt sowas immer so schwer. Aber ich hätte gedacht, es müsste mehr gehen. Glück gehabt. Hier haben wir die eindeutigen Nachtcremes und die eindeutigen Tagescremes. Und die anderen werde ich jetzt entsprechend zusortieren. So würde ich persönlich das aufteilen, dass das hier eher so Tagescremes sind und das eher Nachtcremes. Genau. Sieht doch schon mal ganz ordentlich aus, wa? Und die Boxen quillen nicht mehr über. Teilweise ist es natürlich so, dass ich dann auch manche Cremes, wie zum Beispiel die Barbour, die werde ich dann auch morgens und abends verwenden, aber ich habe sie jetzt erstmal zu eher Nachtcreme zusortiert. Und dann gebe ich mir morgens einfach irgendwie einen Lichtschutzfaktor doch mal drüber oder so, ne? Das kann man ja alles machen. Bei den Körperpeelings wird es mir wieder sehr leicht fallen, denn da habe ich gar nicht so viel. Ja, denn da habe ich nur einfach die 5 und die 5 werden natürlich auch bleiben. Auch wenn das hier ein Salzpeeling ist, ne, wird auch das von Tiande oder Tiande einfach bleiben. Das ist eine Einmalanwendung, das kriegen wir schon hin. Wenn man solche Produkte aus den Kisten rausnimmt, riecht einfach der ganze Raum nach diesem Ritual of Ying. Das ist so angenehm, wirklich toll. Und das hier von Evoluderm ist eigentlich eher ein Fußpeeling und nicht so ein ganzes Körperpeeling, aber es ist trotzdem bei meinen Körperpeelings mit drin, weil meine Füße gehören zu meinem Körper. Jo. Soll man so meinen, ne? Gruselig. Meine Haarmasken, Leute. Gruselig. Es ist einfach gruselig. Ja, was mache ich nur mit meinen Haarmasken? Ich könnte es mir leicht machen und sagen, ah, eine Maske hat 300 Milliliter. Darf ich 6 Stück von behalten? Nein, ich darf insgesamt von diesen Produkten nur 3 Produkte behalten. Ach Quatsch, 3. 6 Produkte behalten. Und, ja. Es wird mir schwerfallen. Also, weil teilweise sind ja auch nur Einmalanwendungen dabei, ne? Also das hier werde ich auf jeden Fall behalten von Desange, weil mich das einfach tierisch interessiert. Ich habe mir die damals extra auch gekauft. Das ist eine regenerierende Maske mit kostbarem Argan, Camelina und Prakaxiöl. Genau, kostbare Ölessenzen. Das soll halt echt super sein. Nährt, schützt, regeneriert, intensive Geschmeidigkeit und sofortige Bändigung. Das ist einfach voll meins. Das muss ich behalten. Die will ich auch behalten von Mikura. Ich habe tatsächlich gestern so einen Maskentag gemacht, wo ich auch ganz viele Fußmasken, Handmasken, Popomasken und hast du nicht gesehen, von Mikura aus der Mikura-Box auch getestet habe. Die hier habe ich vergessen. Hätte ich sie mal mitgemacht, dann wäre sie hier nicht mit drin und würde nicht mitgezählt werden und könnte ich eine Maske mehr verwenden. Verdammt. Nein, aber die werde ich auf jeden Fall auch behalten und ich denke, ich werde sie sogar heute Abend machen, denn heute, wo ich drehe, ist Dienstag und dienstags mache ich immer Haarmasken. Dann ist die nämlich auch schon direkt aufgebraucht. Aber sie gehört noch zu den 6 Produkten, die ich behalten darf. Auch die hier von Ghoul möchte ich auf jeden Fall behalten. Das ist mit Baobaböl und auch die schreit meinen Namen. Das riecht einfach unfassbar gut. Ganzheitliche, tiefenwirksame Regeneration mit Langzeiteffekt. Verleiht strahlenschönes, gesundes Haar. Also da habe ich auch einfach Bock drauf. Ne? Genau, die wird auch bleiben. Jetzt darf ich von diesem Produkt nur noch 3 Produkte behalten. Ich weine innerlich. Genau, die hier werde ich aber auch behalten. Von Mademoiselle Harmony Mask for Satin Hair. Das ist auch voll mein Ding, ne? Da habe ich auch Bock drauf. Die riecht auch echt gut. Und das ist eine Aufbaukur mit Keratin, natürlichen Polymeren, Leinöl und Panthenol für ein seidiges Haarerlebnis. Bla bla bla. Das einzige Ding, du musst die halt 10 bis 15 Minuten drin lassen. Das ist schon ein bisschen lang. Aber ich werde es versuchen, die vielleicht auch ein bisschen kürzer drin zu lassen. Ich muss mal gucken, aber die möchte ich auf jeden Fall auch behalten. Kerastase ist auch total super für meine Haare. Meine Haare lieben es, deswegen werde ich die hier auch behalten. Ja, auch wenn es nur ein kleines Pöttchen ist. Genau. For dry and extremely sensitized hair. Ja, ich habe trockenes und dünnes Haar. Wobei hier steht for thick hair. Ich habe keine dicken Haare.
Ich werde es trotzdem ausprobieren. Ja, und von all dem darf ich nur noch eine einzige behalten. Ich nehme die hier, von Garnier wahre Schätze. Intensiv reparierende Tiefenpflegemaske für stark geschädigtes Haar mit Ahornbalsam, Rizinusöl und Ahornsirup. Das hört sich einfach auch sehr, sehr gut an und für meine Haare halt auch einfach passend. Deswegen bleibt die. Und der Rest vom Schützenfest. Oh nein, warte mal. Oh nein. Ich möchte die eigentlich auch behalten von Jean und Len. So ist das Spiel, Claudi. So sind die Regeln. 6 darfst du behalten. Dann wird Kerastase halt nicht behalten, aber die von Jean und Len oder Jean and Len werde ich behalten. Ich packe euch auch mal in die Verlosung dieses Hot Hair Treatment rein. Das ist so eine Kappe und ja, die kommt auch mit in die Verlosung. Das ist für Stärke und Volumen. Das sieht doch auch mal ein bisschen besser jetzt aus, ne? Genau, das sieht vor allem nach etwas aus, was man aufbrauchen kann und nach nichts, was man einfach nur hortet. Apropos Horten, können wir mal bitte über meine Sonnenpflege sprechen? Ich gehe nicht mal in die Sonne. Das ist eigentlich echt traurig. Und es fällt mir schon schwer, allein ein Sonnenschutzprodukt im Jahr aufzubrauchen. Geschweige denn ein Aftersun-Produkt. Warum habe ich so viel davon? Ich habe nicht mal eine eigene Box dafür. Ich darf tatsächlich von den Produkten nur ein Sonnenprodukt und ein Aftersun-Produkt behalten. Mehr als genug, würde ich mal so sagen, ne? Ich meine, so eine Aftersun-Pflegegeschichte, die kann man immer noch als Bodylotion aufbrauchen. Aber trotzdem, das ist irgendwie total dämlich. Also ich habe gehört, dass die hier von Respire total super sein soll. Die war auch jetzt gerade erst, ich glaube, in der Goodiebox drin. Und deswegen wird das die Aftersun-Pflege sein, die ich behalten werde. Ja, auch wenn das nicht mein Lichtschutzfaktor ist, werde ich dieses Produkt von Dalton dann behalten. Mir blutet gerade das Herz, weil das hier ist eigentlich auch eine Aftersun-Geschichte. Ich muss stark bleiben. Ich muss stark bleiben, Leute. Was mache ich denn jetzt? Ich habe ja eben gesagt, ich kann das tatsächlich auch so verwenden. Ich werde die 3 behalten, okay? Weil das schlägt mein Herz einfach für. Es muss sein. Es geht nicht anders. Aber die anderen werden gehen. Das habe ich schon mal verwendet, das ist total super. Da war ich eigentlich total scharf drauf und das ist eigentlich auch eher eine Bodylotion, weil Aloe Vera Gel kannst du eigentlich für alles verwenden. Naja, und das hier wird auf jeden Fall auch mit in die Verlosung gehen, After Sun Gel von I+M. Und das ist mit Aloe Vera und Hyaluron, also das ist eigentlich ein richtig geiles Produkt, was ich auch gerne behalten hätte. Aber nein, ich habe jetzt schon 2 After Sun Produkte behalten, obwohl ich nur 1 behalten wollte. Oh Mann. So, die 3 bleiben. Und hier können wir es auch eigentlich simpel machen. Da werden alle Sachen von bleiben. Das hier sind so Baumwollsäckchen, wenn ich mal irgendwann eine Fußmaske oder sowas mache, dass man die einfach so drüber ziehen kann. Diese 3 Produkte sind für Fußbäder. Das hier ist einfach für die Fußpflege. Und das ist ein Fuß- und Schuhdeo. Also, ne? Im Prinzip sind es ja auch unterschiedliche Produktarten. Und davon darf einfach mal alles bleiben. Ich habe keine Ahnung, warum ich schon wieder so viele Proben habe. Die sammeln sich einfach bei mir so extrem an. Ich verwende aber keine Proben, was so Pflege angeht mehr, weil ich habe ja genug Pflegeprodukte. Wozu brauche ich dann die Proben dazu haben? Das heißt, alle pflegenden Proben werden jetzt tatsächlich direkt aussortiert werden. Und bei den Proben, die sich im Bereich dekorative Kosmetik oder auch Parfüm bewegen, werden wir einfach mal schauen. Warum bin ich nur so? Oje, oje. Also, die Proben, die ich tatsächlich behalten möchte, sind hier so von dekorativer Kosmetik, wenn ich so den Tarte Shape Tape habe oder von Eva habe ich das auch mal geschickt bekommen, Lipstick, Highlighter, Glanzcreme, sowas finde ich ganz interessant, ein Primer, Lippengeschichten, das, ne, wollte ich mal für so ein Full Face Only Proben verwenden und hier so ein Lidschatten von Luvia oder hier so Foundation Proben, finde ich eigentlich ganz interessant, die verwende ich halt tatsächlich auch mal. Aber alles andere, was ihr hier seht, ist nichts, was ich tatsächlich verwende. Tada! Und daraus würde ich tatsächlich jetzt gerne eine 2. Verlosung in diesem Video machen. Ich habe ja schon die 1 Verlosung mit den Produkten, die ich euch im Laufe des Videos gezeigt habe. Und das ist jetzt die 2. Verlosung. Und um an dieser Verlosung teilzunehmen, macht ihr so ähnlich wie das, was halt auch in der Infobox steht. Nur verwendet ihr einen anderen Hashtag, und zwar den Hashtag Proben. Genau.
Und dann werden alle Proben, die ihr hier seht, dann an einen von euch verlost. Es sind halt tatsächlich auch einfach so Produktminis mit dabei, ne? Das ist dann halt wirklich hier einfach mal alles. Bei den Parfümproben ist es so, dass tatsächlich mal was ausprobiert worden ist. In manchen steht dann auch einfach mal was drin, wo ich mir was überlegt hatte. Zum Beispiel wollte ich das für mein Full Face Car verwenden oder so, ne? Genau. Oder wenn ich das mal von irgendwem gekriegt habe, vielleicht steht da was drauf oder da ist mal ein Sticker drunter oder sowas, ne? Lasst euch davon nicht stören, aber das wird dann tatsächlich in der zweiten Verlosung an einen anderen von euch verlost. Genau. Ja, das waren jetzt 5 Stunden Arbeit, die sich auf jeden Fall gelohnt haben. Ich habe doch ordentlich aussortiert. Hier haben wir dann nochmal die beiden Verlosungsboxen. Einmal die Probenverlosungsbox und die reguläre Verlosungsbox. Schaut einfach in die Infobox, da steht alles Wissenswerte entsprechend drin. Und hier haben wir wieder schön eingeordnet, einsortiert. Ha, mein Schrank, der jetzt um ein paar Kilo leichter ist. Wundervoll. Ich freue mich. Und die Blume muss definitiv mal Wasser bekommen, wa? Und das war es nun. Mein, ja, pflege die Klatter. Ich weiß nicht, es ist einfach so viel rausgeflogen. Wahnsinn. Aber ich fühle mich persönlich echt erleichtert. Muss ich wirklich an dieser Stelle einfach mal erwähnen. Es hat gut getan, das einfach mal in Angriff zu nehmen. Und auch wenn das Ganze ziemlich lange jetzt gedauert hat und sich echt als komplizierter herausgestellt hat, als ich das anfangs gedacht habe, es hat mir gut getan, es hat mir gut gefallen und ich denke, dass wir uns nächstes Jahr um diese Zeit nochmal an genau dieser Stelle wieder treffen. Aber wahrscheinlich werde ich nach meinem ganzen Adventskalender-Öffnungsmarathon nochmal ein Video-Update machen, um zu gucken, wie viele Produkte habe ich denn nach diesen ganzen Adventskalendern tatsächlich in meiner Pflegegeschichte drin. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und wenn dem so ist, lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Sammlungsvideos. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!